In diesen Räumen finden rauschende Feste statt. Repräsentanz und Vermessenheit liegen hier dicht nebeneinander. Der christliche Gott ist jetzt längst keine anbetungswürdige Ikone mehr, sondern eine zerzauste Zeusgestalt. Und gleich daneben die Gebrüder Medici, die von Gott persönlich den Auftrag erhalten, Paläste und Kirchen zu bauen. Wie fern ist die frühe christliche Vorstellung gerückt, wie sie noch auf der alten Kirche San Miniato al Monte abgebildet ist. Christus als strenger Weltenrichter. Bloß noch eine Erinnerung aus vergangener Zeit? Die Kirche versucht im 15. und 16. Jahrhundert zwar die alte Hierarchie zu erhalten, mit ihrem Kult und in ihrem Anspruch, über aller weltlichen Herrschaft zu stehen. Aber mit der Renaissance und dem erstarkenden Geldadel erwächst ihrer Macht Konkurrenz. Es sind jetzt nicht mehr Könige und Kaiser, die den Vorrang von Papst und Priester in Frage stellen. Es sind die Gläubigen selbst, die gebildeten und reichen Bürger, die ein neues Selbstbewusstsein entwickeln. Der neue Mensch begegnet der Kirche und ihren Würdenträgern nicht in alter Unterwürfigkeit, sondern selbstbewusst, voller Stolz auf sich und seine Leistungen. An der vergoldeten Paradiestür am Florentiner Baptisterium nimmt dieses neue Denken schon um 1430 Gestalt an. Personen und Räume sind perspektivisch dargestellt. Der Betrachtungsort des Künstlers schafft die Dimension des Raumes. Die Gesichter der Menschen tragen individuelle Züge. Und in gleichberechtigter Größe stehen die Gestalten der Kirchenstifter neben den Figuren der Heiligen. Die Schönheit dieser Türen, so soll Michelangelo gesagt haben, sei so vollkommen, dass sie würdig seien, Pforten des Paradieses zu sein. Die Entdeckung des Individuums, sie ist auch eine Entdeckung des Körpers. Donatellos Bronzestatue David schlägt die Brücke zwischen neuer Zeit und Antike. Die Figur nähere sich der Natur vollständig, sie sei dem Leben abgeformt, so begeistern sich schon früh die Kunstkritiker. Wiederentdeckung eines Menschenbildes, wie es heute noch gültig ist. Der Glaube an die Einzigartigkeit des Menschen. Individualität und persönlicher Machtanspruch. In Standbildern feiern sich Fürsten jetzt wie römische Imperatoren. Machiavelli schreibt Anfang des 16. Jahrhunderts seinen Leitfaden für Herrscher. Jedes Mittel zur Erhaltung der persönlichen Macht sei gerechtfertigt, auch das Unmoralische. So seine selbstbewusste, kaltblütige Maxime. Der Geist der Zeit. Auch die Kirchenfürsten entfalten ihre Macht skrupellos. Papst Sixtus IV. Versucht seinem Günstling ein Fürstentum aus dem Kirchenstaat zuzuschanzen. Innozenz VIII. Gibt öffentliche Hochzeitsfeste für seine Kinder und Enkel. Alexander VI. Verheiratet seine Sprösslinge mit Fürsten und versucht sie mit Territorien aus dem Kirchenstaat zu beschenken. Julius II. Ist eher Feldherr als Priester und Leo X. lebt hauptsächlich für den Genuss und die Kunst. Rauschendes Fest am päpstlichen Hof. Ein Zeitgenosse schildert Details. Die Gefäße bei Tisch waren alle vergoldet. Und es wurde erzählt, dass der Kardinal für jede der Damen außer den wertvollen Schmuckgegenständen auch ein vergoldetes Nachtgeschirr bereithalte. Hinter aller Prachtentfaltung stehen reiche Familienclans, in erster Linie die Medicis.
Konsequent besetzen sie machtvolle Ämter. Selbst der erst 14-jährige Giovanni wird zum Kardinal ernannt. Und überall lauert politische Intrige, vor allem am Tisch des Papstes Sixtus. Seine Neffen wollen die Herrschaft in Florenz übernehmen und überzeugen seine Heiligkeit von der Notwendigkeit eines Mordkomplotts. Ausgerechnet beim Hochamt im Florentiner Dom sollen die mächtigen Medici-Brüder Lorenzo und Giuliano niedergestochen werden. Und ausgerechnet zwei Priester sind es, die den Mordauftrag übernehmen. Giuliano di Medici stirbt genau in dem Moment, in dem das heilige Abendmahl gereicht wird, so berichten die Chronisten. Lorenzo aber kann leicht verletzt entfliehen. Papst Sixtus IV. Soll vor Wut geschäumt haben über diese missglückte päpstliche Personalpolitik. Faszinierende Renaissance. Es ist eine brutale Zeit, in der dem politischen Machthunger alles geopfert wird. Zugleich eine Epoche, in der die schönsten Kunstwerke entstanden sind. Jener Papst Sixtus, der nicht vor Mord zurückschreckte, gab auch den Auftrag zu einem der feinsinnigsten Kunstwerke, der Ausmalung der Sixtinischen Kapelle durch Michelangelo. Staub und Ruß von Jahrhunderten hatten die einst leuchtenden Farben verblassen lassen. Schon seit den 60er Jahren unseres Jahrhunderts haben sich Spezialisten Zentimeter um Zentimeter vorangearbeitet. Mit Speziallösungen und saugfähigem Papier haben sie 13 Jahre lang alle Details der genialen Fresken gereinigt. Eine Wiedergeburt der Renaissance. Und Wiederentdeckung des Renaissance-Genies Michelangelo, des Mannes, der von sich einst behauptet hatte, er tauge niemals zum Maler. Religiös und gleichzeitig freidenkend, brutal, unmoralisch und doch feinsinnig, das war der Mensch der Renaissance. Eine Epoche, in der sich Kunstsinn und Verbrechen, Lebenslust, Wissensdurst und Frömmigkeit heillos vermischten. In der die längst fällige Kirchenreform an Haupt und Gliedern auf der Strecke blieb. In der Päpste und Kardinäle wie die übrigen italienischen Fürsten regierten, voller Egoismus, Hinterlist und Gewalt. Den Blick streng auf den eigenen Vorteil in Diesseits gerichtet, wetteifernd mit anderen Potentaten um die weltliche Macht. Mit Papst Sixtus IV. Erreicht auch die Korruption in der päpstlichen Finanzwirtschaft ihren Höhepunkt. Ämter werden meistbietend verkauft und schaffen der Kurie Geld für ehrgeizige Renaissance-Projekte, wie den Neubau der Peterskirche. Die Kardinäle horten ungeheure Einnahmen aus der florierenden Ablasspraxis. Immer mehr Gläubigen wird die Buße für ihre Sünden erlassen, gegen bare Münze. Ein profitables Geschäft mit der Angst, das die Nachfolger des Apostel Petrus umso eifriger betreiben, je ehrgeiziger ihre Pläne in den Himmel wachsen. Alexander VI., Borgia-Papst aus spanischem Geschlecht, erregt bereits als junger Kardinal durch seinen munteren Lebenswandel so viel Aufsehen, dass er von seinem Onkel, Papst Calixt III., schriftlich getadelt wird.